Hallo ihr lieben Menschen da draußen, wir begrüßen euch herzlich zu einem weiteren Music Made in Bochum Interview. Meine nächste Gesprächspartnerin ist ein Jahr jünger als Heidi Klum, so alt wie Sabrina Setlur und Leonardo DiCaprio. Sie produziert in Bochum leidenschaftlich Rap- und Hip-Hop-Musik und macht von der Planung der Produktion bis hin zum Marketing fast alles selbst. Herzlich willkommen Claudia aka Projekt C. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke. Ja, Claudia, schön, dass du dir die Zeit nimmst für ein gemeinsames Gespräch. Es geht um dich und deine Musik. In diesem Jahr hast du unter dem Pseudonym Projekt C deinen ersten Song veröffentlicht mit dem Titel Wundersam. Erzähl uns doch bitte, wie der Song entstanden ist, von der ersten Textidee bis hin zur Record-Session im Studio und dem Release. Also generell ist es so, dass Musik eigentlich, ich erzähle und verarbeite einfach Situationen aus meinem Leben, die ich fühle und erlebe und sammle dann zum Beispiel beim Joggen oder in anderen verschiedenen Augenblicken, die mich inspirieren, meine Ideen zusammen und so wachsen sie dann zu einem Ganzen. Das waren halt einfach verschiedene Lebenssituationen, die dann das Ganze so entwickelt haben im Grunde. Wundersam ist ja wirklich ein sehr gefühlvoller Song. Also ist die Welt einem Wunder nah oder ist das nicht wundersam? Und es gab auch, hattest du die Hashtag-Initiative Wundersamen? Ja, dann das auch war der gleiche Gedankengang und die gleiche Idee dazu, ja. Mhm. Welcher Gedankengang oder welche Idee? Also im Grunde die Intention des Liedes, also mein Hintergrundgedanke bei der Entstehung ist, dass ich mir eigentlich wünsche, dass wir alle unsere Möglichkeiten vielmehr uns bewusst machen, wie wir kleine Wunder schaffen können mit den kleinen Dingen im Alltag, die wir einfach erleben und positiv beeinflussen können. Wie so eine Art Butterfly-Effekt oder auch Domino-Effekt auslösen, Dinge positiv auslösen, beeinflussen mit den kleinen Möglichkeiten, die man so im Alltag hat. Mhm. Ich denke, wenn wir das alle tun und versuchen, diese Dinge, die wir richtig machen können, richtig zu machen, dann haben wir ganz, ganz viel erreicht. Mhm. Und damit schafft man auch kleine Wunder und löst sie aus. Mhm. Jetzt hattest du ja die Idee, die Textidee und hast den Text selber geschrieben. Wie war das denn mit dem Rest der Produktion, dem Beat? Hast du den auch selber komponiert und produziert? Ja, also den Beat habe ich dann halt auch selbst kreiert und anschließend das Ganze dann umgesetzt. Das ist so, wie soll ich das sagen, wie so ein Zyklus, der dann beginnt, wenn man so kreativ, konzentriert man sich erst so auf die eine Sache, dabei entstehen aber auch schon wieder Ideen und Gedanken für den nächsten Schritt. Das sind so Automatismen, die irgendwie so wie Blitze ständig über einen herfallen und das Ganze immer weiter wachsen lassen im Grunde. Ja, aber das unterscheidet dich ja auch von vielen anderen. Also wenn du auch den Beat selber gemacht hast und die Komposition und dann hast du am Rechner zu Hause gesessen und hast an Sounds rumgetüftelt, und dass es dann so ein Gesamtkunstwerk ist, weil viele andere Rapper oder MCs, die picken sich Beats, ne? Die gehen zu anderen Produzenten, schnappen sich die Beats und wenige sind in der Lage, auch wirklich den Song komplett alleine zu produzieren. Dann, die holen sich dann vielleicht Hilfe noch beim Mischen oder beim Mastering. Das war, glaube ich, bei dir auch der Fall, das wurde dann noch gemastert. Ne? Danach geht es dann ins Studio und das Letzte ist dann in meinem Label das Master. Ja. Also ich finde Wundersam ist ein unglaublich gefühlvoller Song. Das war ja sozusagen dann der erste Song, den ich auch von dir gehört habe. Und es gibt auch ein wirklich schönes, in Eigenregie entstandenes Video zu dem Song auf YouTube, Wundersam. Und das ist einfach ein, ja, eine rundum, fand ich, eine richtig coole Produktion. Ich hatte auch sehr viel Respekt davor, als ich dann wirklich gecheckt habe, dass du auch alles selber machst. Ne? Auch die, das freut mich wirklich sehr, weil genau das ist das. Das berührt mich dann einfach, wenn ich genau meine Gefühle auch transportieren kann, weil genau das ist der Hintergrund des Ganzen. Ne? Das ist ein kleines Wunder, wenn jemand etwas kreiert und ich fühle das dann, obwohl wir kannten uns ja noch gar nicht persönlich. Wir sehen uns ja heute das erste Mal persönlich, aber ich hatte doch durch das Gefühl beim Hören des Songs Wundersam, hatte ich ein angenehmes, positives Gefühl und fand auch den Sound einfach schön. Es hat gepasst. Das freut mich wirklich. Ich habe das dann in die Hip-Hop-Made in Bochum-Playlist eingepflegt und ja, fand ich einfach super. Und während wir hier und heute jetzt in der Musikschule Bochum unser gemeinsames Gespräch führen, ist schon ein neuer Song von dir online, Please Hold the Line, ganz frisch, seit ca. 48 Stunden. Wie hast du diesen Song produziert? Wie hört der sich an und was für eine Botschaft möchtest du durch die Produktion Please Hold the Line transportieren?
Also ich habe ja ganz viele Lieder gemacht, aber jedes hat auch irgendwie, manchmal passiert das auch gleichzeitig, dann switche ich zwischen verschiedenen Liedern in Gedanken im Kopf mit meinen Gefühlen und mache die sogar gleichzeitig, so parallel in der Vorbereitungsphase, nicht in der letzten Ausführungsphase. Mhm. Das ist immer abhängig von Situationen und Lebensumständen und Gefühlen, die man so hat. Ne? Mhm. Also bei mir ist das zumindest so. Ich setze das halt um, ich transformiere und verarbeite damit auch. Aber ich bin ein positiver Mensch und das halt im positiven Sinne. Ne? Mhm. Das war ein Lied, das ich nicht so allein, das habe ich mit mehreren gleichzeitig. Also im Grunde gibt es da auch Pendants irgendwo ein Stück weit zu erschaffen. Nur nicht dann hinterher produziert, das war dann peu à peu. Ne? Mhm. Und dieses Lied hat für mich, also da geht es für mich darum, dass man niemals aufgeben darf, dass man sich von nichts und niemandem seine Träume nehmen lassen darf und dass man alles schaffen kann. Mhm. Weil alles erst im Kopf beginnt, durch Worte praktisch kommuniziert wird, aber durch Taten umgesetzt wird. Das ist sowieso ein Schritt nach dem anderen gehen. Mhm. Ein Prozess einfach. Ne? Also bleib unbedingt dran, halt die Leitung sozusagen. Genau. Ne? Es kommt der nächste Peace Step, wird noch kommen. Ne? Peace holds the line. Und das am Ende ist ein Happy End. Ne? Ja. Auch wenn das nicht vielleicht jedem bewusst ist, aber dieses Hallo, das ist ein Happy End. Ne? Es wird alles gut. Ja. Wenn du daran glaubst, kannst du alles schaffen. Ja, und wenn du die nötige Ruhe mitbringst und auch mal eine halbe Stunde in der Warteschleife hängst und dann kriegst du trotzdem den technischen Support, den du brauchst. Also ja, dann gibt es ein Happy End am Ende. Bleib in der Leitung, das Happy End wartet. Ja, was ich interessant finde, dass du dann so viele verschiedene Produktionen hast, aber die Sache mit den Veröffentlichungen ja langsam angehen lässt. Erstmal ein Song, wundersam, jetzt der nächste Song, sodass nicht so auf einmal 20 verschiedene Songs gleichzeitig veröffentlicht werden, sondern dass du Step by Step, Please Hold the Line, der nächste Song kommt und alles so steht für sich in ein paar Wochen Abstand, dass man noch Zeit hat, dass es wirkt und du gibst den Songs dadurch auch genügend Raum. Genau, also das ist auch meine Intention daran. Sie sollen erstmal ankommen, weil das sind jetzt so keine Lieder, die man nur einmal hört, damit man sie versteht, finde ich persönlich. Mhm. Das habe ich auch schon von verschiedenen Menschen gehört, dass sie das auch genauso empfinden, dass je öfter die das hören, desto mehr kommt es bei ihnen an. Selbst wenn es auch schon recht schnell bei den einen oder anderen ankommt, das ist ja nicht bei jedem gleich, das ist ja auch Geschmackssache. Mhm. Aber selbst die Menschen, die sich schon von Anfang an angesprochen fühlen, empfinden das, je öfter sie es hören, umso intensiver. Und deswegen wollte ich genau das, was du gerade gesagt hast, auch erreichen, dass die Lieder erstmal ihren Raum und ihre Zeit bekommen, um überhaupt dort anzukommen, wo man sie dann halt auch wirklich fühlen kann. Mhm. Und was mich noch interessieren würde, bei Please Hold the Line hast du dann auch Arrangement und Beat und Sounds, hast du alles selber gemacht? Und die Vocals, nimmst du die auch zu Hause selber auf oder gehst du dafür ins Studio? Also die letzte Aufnahme findet im Studio statt und das mache ich dann alles in einem, die mache ich alle. Komplett auch die Adlibs und so, ne? Ja. Das mache ich dann alles in allem. Und ich habe den Song Please Hold the Line ja auch schon gehört und ich fand, dass du da so, du hast eine total neue Art, also ich bin das nicht gewohnt von einem Hip-Hop-Song, dass der so arrangiert ist und dass man erst denkt, ja, kommt der Beat jetzt aus dem Takt, aber nee, Please Hold the Line, das geht weiter und ist auch im Takt und ich habe dir das schon mal gesagt, auch in der Sprachnachricht, als wir persönlichen Kontakt hatten. Also ich finde es im Großen und Ganzen dann richtig interessant und spannend. Und beim ersten Hören denkt man erst so, was macht sie denn da? Ne? Aber bleib mal in der Leitung, das wird cool. Ne? Das ist Hip-Hop-Music made in Bochum und Claudia Projekt C ist am Start und das finde ich cool. Hör erst mal hin, so ist das im Grunde. Ne? Und was ich auch besonders cool finde, ist, dass du dann auch Unterstützung bekommst. Deine Musik veröffentlichst du in Zusammenarbeit mit dem Label Greg Records auf allen gängigen Streaming- und Download-Portalen. Erzähl uns doch bitte ein wenig über die Zusammenarbeit mit diesem Label. Wie habt ihr euch kennengelernt und was ist für die nahe Zukunft dann noch weiteres geplant? Also im Grunde ist das wie Familie, wir kennen uns schon immer, wie aus Kindertagen. Im Grunde ist das ein sehr guter Freund von früher, von meinem Bruder, mit dem ich praktisch dann sozusagen ja auch mit groß geworden bin. Und mein Bruder und der haben früher auf meinen Partys Musik als DJs gemacht. Und da gab es natürlich viele kreative Situationen und Momente, wie das alles so gewachsen ist. Und ja, das war dann so meine Jugend. Und jetzt haben wir praktisch uns wieder zusammengefunden. Also es ist für mich eher
familiär und dementsprechend was Besonderes irgendwie. Ne? Ich habe mir, als ich mich vorbereitet habe für das Interview, habe ich mir die Seite auch angeguckt von Greg Records und war echt beeindruckt, was die für gute Labelarbeit leisten. Die sind ja teilweise im elektronischen und Dance-Bereich, auch mit Songs in den Dance-Charts vertreten, in den offiziellen deutschen Dance-Charts. Jetzt bist du da aber auch im Genre Hip-Hop aktiv. Und das unterscheidet dich auch wiederum von vielen anderen. Viele vertreiben ihre Musik selber, nutzen irgendwelche kommerziellen Vertriebsmöglichkeiten wie DistroKid oder andere digitale Vertriebe. Und dass du da Unterstützung bekommst von jemandem, der sich da ein bisschen besser auskennt, das finde ich auch total schön. Und jetzt haben wir Wundersam, den Song. Dann haben wir jetzt Please Hold the Line. Willst du in diesem Jahr oder wann kommt der nächste Song? Hast du grob Anfang des nächsten Jahres oder was hast du geplant? Wieder ein einzelner Song oder was erwartet uns dann? Also erstmal einen ganz, ganz großen herzlichen Dank an mein Label. Ich liebe euch, ich liebe dich. wirklich. Ohne dem wäre es natürlich schon schwieriger und es ist einfach wunderschön. so familiär und gut aufgehoben zu sein. Ne? Mhm. Auf jeden Fall, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das mache. Ich bin ja gerade dabei, mein Album zu machen. Und habe jetzt natürlich schon das ein oder andere Lied fertig. Möchte aber jetzt auch nicht zu viel im Detail darüber verraten, weil ich jetzt nicht genau weiß. Ich bin, was jetzt Vertrieb angeht und so, völlig unerfahren. Ich probiere mich da ständig einfach nur aus. Mhm. Ich bin einfach nur ein sehr neugieriger, kreativer Mensch und probiere herum. Mehr mache ich eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Und kann jeden Tipp gebrauchen und jede Unterstützung. Ich bin allerdings ja selber auch schon so supportmäßig für Newcomer in dem Sinne tätig und helfe denen. Ich habe auch schon für manche was geschrieben, ganz unterschiedlich. Man unterstützt sich so, wie man kann untereinander. Das ist ja so Loyalität, die einen auch verbindet, sich gegenseitig auch zu helfen und auch dem anderen das zu wünschen und zu gönnen. In dem Zusammenhang weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, wann das nächste Datum ist. Ich bin jetzt erstmal gerade bei meinem Release zu Please Hold the Line aktuell und guck erstmal, was da passiert. Und ich habe zwar schon was im Kopf, aber ich werde das natürlich davon abhängig machen, wie sich das jetzt in dem Moment hier einfach auch entwickelt. Ja, also gängig zurzeit ist ja bei vielen Künstlerinnen aufgrund des Algorithmuses bei verschiedenen Streaming-Portalen, die veröffentlichen genauso wie du einzelne Songs, ungefähr in dem Rhythmus 4 bis 8 Wochen. Alle 4 bis 8 Wochen kommt ein einzelner Song. Und dann, nachdem man 5 oder 6 einzelne Songs veröffentlicht hat, kommt dann das komplette Album, wo die Songs dann nochmal drauf sind. Und so versucht man auch so ein bisschen den Algorithmus zu überlisten. Das klappt jetzt nicht immer, es ist auch immer von anderen Faktoren abhängig. Aber das könnte ich mir bei dir auch gut vorstellen, wenn du noch 2 oder 3 einzelne Songs veröffentlichst und dir die Zeit lässt und an dem Album weiterarbeitest und dann im Laufe des nächsten Jahres irgendwann dein Debütalbum erscheint. Das würde ich dir wünschen und ich freue mich da auch drauf. Ja. Ja, sehr gespannt. Und wir teilen ja beide irgendwie die Faszination an der Rap- und Hip-Hop-Musik. Was fasziniert dich so besonders an dem Genre und welche KünstlerInnen haben dich besonders geprägt oder inspiriert? Also ich habe diese Musik schon immer geliebt. Klar, Techno und also R&B, Hip-Hop, Rap, so das war immer so das, und auch Reggae, was mich sehr berührt hat. Aber Hip-Hop ist einfach immer schon irgendwie nochmal, ich kann es gar nicht beschreiben, nochmal ein anderes Gefühl. Das ist einfach absolut nur so Liebe zur Musik. Ich fühle das und ich finde halt auch einfach die Message, die oftmals genutzt werden kann, wirklich sehr schön. Ist ja auch so, dass das eher so aus dem sozialkritischen Bereich eigentlich herrührt und das ist ja so genau meins. Ich finde das sehr gut, dass da so eine Möglichkeit vorhanden ist, auch Dinge zu sagen, die sich jetzt nicht jeder traut zu sagen, die aber wichtig sind, ne? Und gleichzeitig in Verbindung mit der Musik, also so ein Komplettgefühl einfach. Ich liebe das sehr. Mich hat sehr geprägt Kool Savas und Sido, Kianush und auch, also im Grunde die Oldschool-Rapper alle auch, dann ne Snoop Dogg oder halt auch Eminem und die gesamte, also das gesamte Genre. Ich kann das gar nicht so umfassen, das sind so viele Namen. Ich müsste jetzt, aber es war ja so eine Zeit, in der ich dann halt auch groß geworden bin. Ich glaube, die hat das, die Musikbranche insgesamt sehr geprägt. Waren das die 90er Jahre? Ja, ich habe das Glück, dass das genau meine Zeit war. Ich glaube, dass diese Zeit halt einfach wirklich die gesamte Musikebene, komplette Musikbranche, komplett umgewürfelt, alles neu gemacht und so sehr geprägt, dass sie bis heute noch
ein wichtiges Fundament im Grunde für alles ist und heute noch genauso geliebt und gehört wird wie damals. Und das kann, glaube ich, gar nicht jede Zeit Musikepoche von sich behaupten in der Form, wie das wirklich auch wirklich übergreifend der Fall ist. Ne? Und vor allem Tupac, wenn ich das mal so sagen kann. Tupac. Oh mein Gott. Ja. Es ist unglaublich, was die Architekten oder die Oldschool da für ein Fundament für uns gebaut hat. Sag ich mal, was die für eine Bühne erschaffen haben, auf der wir heute noch tanzen. Ja. Und wie viele auch von den alten Hasen immer noch heute immer noch coole Musik machen und aktiv sind. Und ich bin da auch sehr dankbar für. Und das ist eben auch, ne, eine weltweite, ein weltweites Phänomen ist, dass es jetzt nicht nur auf zwei, drei Länder sich bezieht, sondern ein generelles weltweites Phänomen ist, die Hip-Hop-Szene lebt. Ja. Mehr denn je, und ich würde auch nicht sagen, Hip-Hop ist dead. Also, gar nicht. Wie kann Hip-Hop tot sein, wenn Wu-Tang ist forever? Wu-Tang ist forever, definitiv, genau. Auf jeden Fall. Ja, ich finde es auch wirklich spannend. Ich habe die 90er Jahre ja auch so erlebt und ich bin da wirklich ganz dankbar für. Und was mich jetzt nochmal so interessiert, ist, was macht das denn dann mit dir, wenn du dich hinsetzt und Texte schreibst und an neuen Songs arbeitest? Was denkst du, was löst das für einen kreativen Prozess in dir aus? Ich kann das gar nicht so beschreiben. Also manchmal verkrümmel ich mich dann einfach nur in mein Schlafzimmer und dann habe ich wie so ein so ein Schreibwahn. Dann habe ich tausend, ich weiß jetzt, oh, jetzt habe ich so viele Ideen, ich muss das jetzt mal kurz festhalten, sonst weiß ich das nicht mehr so genau. Ich habe mich schon auch echt oft geärgert darüber, wenn ich Dinge nicht so festgehalten habe. Und dann sind das so Zeiten. Man hat so, finde ich, für alles so eine Zeit, wie bei allen anderen Dingen im Leben auch. Dann hat man vielleicht so eine Zeit, wo man einfach nur meint, okay, jetzt habe ich so viele Ideen zum Schreiben, jetzt habe ich so viele Ideen für ein Beat. Es kommt mal ganz darauf an, wo man sich auch gerade im Leben befindet. Ich bin ja auch berufstätig, ich habe nicht so viel Zeit an sich. Also es ist schon so, dass man gerade bei solchen Dingen auch intuitiv und auch nach Gefühl gehen muss und das auch natürlich auch irgendwie in den Ablauf passen muss, des Lebens, den man so hat. Ne? Ja. Da muss das passen und dann verliere ich mich. Dann verliere ich mich komplett, dann bin ich weg. Und schreibst du mit einem Zauberstab jetzt, also mit einem richtigen Stift noch, oder hackst du das in einen Laptop rein, oder wie schreibst du Texte? Unterschiedlich, also ich habe das, manchmal habe ich mir auch einfach nur, egal wo ich war, schnell einfach nur irgendwas genommen, um mir was aufzuschreiben. So. Manchmal mache ich das im Handy, manchmal mache ich das mit Sprachnachrichten. Ich habe mir eine eigene Gruppe auf WhatsApp gemacht, wo ich mir praktisch meine Ideen auch schicke, damit ich die nicht sofort vergesse, weil ich habe dann schon die nächste Idee. Und darauf stolpert man, hinterher kriegt man das nicht mehr genauso, wie die Ideen gekommen sind, zusammen bei so einer Menge an Ideen. Ne? Das ist dann mega schade. Oder ich mache das auch, manchmal habe ich das auch mit zum Heftchen gemacht. Ganz, ganz unterschiedlich. Es kommt halt darauf an, wie man sich gerade fühlt, wonach einem gerade ist. So. Ich bin auch sehr experimentell. Ich probiere auch gerne einfach mal Dinge aus. Bin sehr neugierig. Ich hätte aber auch spontan gesagt, also ich nutze auch die Diktierfunktion am Handy, ist schon Gold wert. Ja. Wenn man gerade ein tolles Erlebnis hat und man hat irgendwie einen guten Flow und man rappt oder freestylt so vor sich hin und man hat gerade eine tolle Idee, dann kommt es ja manchmal auch nicht nur auf den Inhalt des Textes an, sondern auch ein bisschen auf die Art und Weise, wie man das aussprechen möchte. Definitiv. Und da hilft dann, also das finde ich total spannend, dass du sozusagen dir selber WhatsApp-Nachrichten schickst, um die dann später zu hören. Genau. Super, mach das. Weil genau so ist das nämlich. Ja. Es kommt nicht nur auf das Wort an sich an. Wörter gibt es überall. Natürlich steht ja das Wort in einem Konsens, zu einem Gefühl. Und das kann man durch eine bestimmte Art und Weise natürlich transportieren und auslösen. Wobei es bei dir öfter dann wirklich gefühlvoll und elegant ist, würde ich mal sagen. Oh, danke. Was sagst du so zu der Konkurrenzsituation? Siehst du da eine Konkurrenzsituation in der Bochumer Musikszene? Oder besser gesagt, so das Konkurrenzdenken generell in der Musikbranche, kann man das eventuell auch auf ein gesamtgesellschaftliches Problem übertragen? Ja, ich glaube generell ist es sehr schade, dass überhaupt so ein Konkurrenzgedanke besteht, weil im Grunde kann ich das gar nicht verstehen. Jedes Lied ist komplett anders, komplett anders. Und nur weil ich ein Lied mag, heißt es nicht, dass ich das andere Lied nicht mag. Jedes Lied muss mich berühren. Und das kann ja nicht was davon abhängig sein, was mit dem anderen Lied ist. Ne? Deswegen verstehe ich das eigentlich gar nicht. Ist ja auch im Grunde so, wir hören ja nicht nur ein Lied. Wir hören ja verschiedene Lieder, die uns berühren. Und jedes Lied muss mich berühren. Und deswegen verstehe ich es eigentlich nicht. Aber ich finde, ja, es gibt zu viel Konkurrenzgedanken, die auch so geschäfts- und geldbasiert sind, also die nicht wirklich was mit der Musik zu tun haben. Das finde ich sehr schade. Ich finde, es muss wieder, wie soll ich das sagen, das natürliche Gefüge in der Musikbranche hergestellt werden, damit die Musik einfach
noch so leben kann, wie sie eigentlich ist im Ursprung und dementsprechend auch weitergetragen werden kann. Mhm. Weil sonst wird es einfach für alle, die nicht das nötige Kleingeld besitzen, unnötig schwer gemacht. Und das war ja noch nie so, dass es davon abhängig ist, wo die Qualität herkommt, nicht von dem Geld. Das ist ja genau der falsche Gedanke. Wenn man das kaufen könnte, dann bräuchte man keine Musiker mehr. Ja, und ich finde auch gerade in der Kultur- und Musikszene ist die Gemeinsamkeit, das macht einen schon stark. Also ja. Ich hatte auch die Phase, wo ich mich ganz alleine zurückgezogen habe und dann sozusagen als sogenannter Bedroom-Producer irgendwie nur für mich meine eigenen Sachen gemacht habe, so ganz zurückgezogen. Aber es ist immer wieder wertvoll, so wie wir beide uns heute kennenlernen und uns austauschen und uns auch vielleicht in Zukunft überlegen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Dann lernt man den Nächsten kennen. Und gerade auch in der Hip-Hop-Szene ist es ja auch ein großes Miteinander. Klar hat man so auch das bisschen so, dass ja, das Coole, ich will jetzt irgendwie so unbedingt cool sein und ich bin der Coolste irgendwie, aber im Großen und Ganzen ist es doch dann hinterher auch die Gruppe, die cool ist. Ja. Oder den Abend, den man gemeinsam erlebt hat. Weil wenn du alleine irgendwo bist, na, dann hast du ja nicht dieses Hochgefühl. Aber wenn du auf einer coolen Hip-Hop-Jam bist, wo sich alle untereinander unterstützen und das Wir sozusagen noch zählt, das gemeinschaftliche Gefühl. Ich wünsche mir das stark. Also in der heutigen Gesellschaft wünsche ich mir auch generell in der Gesellschaft ein Miteinander wieder. Wir können einfach gemeinsam viel mehr erreichen. Und das ist halt auch etwas, was man halt irgendwie, was ich auch transportieren möchte. Gemeinsam sind wir stark. Das ist so schade, dass das nicht wirklich erkannt wird. Das Potenzial, das dahinter steckt, ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, ob das auch Todsünden sind, Neid und Missgunst. Ja. Ich meine, 7 Todsünden, ne? Das gehört dazu, definitiv. Und ja, so macht schade. Euch davon frei. Ja, macht euch befreit davon euch frei, befreit diesen, euch davon. Diesen Last, ja. Dieser Last, die ist ganz schrecklich. Ja. Die zerstört ja auch Menschen, ne? Ja, du hast ja schöne gemeinsame Erlebnisse gehabt. Auch du warst einige Zeit im Café Eden e.V. ehrenamtlich tätig. Das Café Eden am Kortländer ist für viele liebe Menschen ein zweites Wohnzimmer und ein offener Raum in Bochum, in dem sich die unterschiedlichsten Menschen begegnen, um zusammen eine gute Zeit zu haben. Was hast du dort so für ehrenamtliche Aufgaben übernommen und wie war diese Zeit für dich? Also ich habe ehrenamtlich, klar, wo man so konnte, hat man so geholfen, wie das eben so ist. Aber hauptsächlich mein Hauptbereich war einfach, dass ich mich um das Insta gekümmert habe. Und da habe ich auch innerhalb kürzester Zeit die Followerzahl von 260 auf 1260 gebracht. Das war echt eine coole Zeit. Ich habe eigentlich gar nicht viel gemacht, außer intuitiv immer. Ich habe auch den Brand Revierloyalität dabei gegründet. Im Grunde war das auch mein Fokus, so wie es der Name auch schon sagt. Ich habe eigentlich nur so geschaut, wofür das eben steht. So sollte halt auch das nach außen getragen werden, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man loyal miteinander umgeht, sich gegenseitig gönnt und dabei gemeinsam wachsen kann. Im Grunde das gleiche Prinzip. Das hat sehr gut funktioniert. Dann habe ich das halt eine Zeit lang gemacht. Und seitdem ich das nicht mehr mache, hat sich auch nichts mehr bei den Followern getan. Ich bin da schon so ein bisschen stolz drauf. Nicht, dass das jetzt sich so blöd anhört, aber ich habe das nur nebenbei gemacht und gar nicht so viel Zeit investiert. Es war einfach nur mit dem Herzen. Mhm. Ne? Und ihr habt euch dann regelmäßig im Café Eden getroffen. In einer, wie hast du das mal genannt, Wandelbar oder Ideenbar? Oder? Nee. Es gab regelmäßige Treffen. Ach so, austauschbar. Austauschbar. Ja, das war auch der Grund, wie ich überhaupt da gelandet bin, sozusagen. Die Austauschbar ist eine Diskussionsrunde. Und da tauscht man praktisch verschiedene Blickwinkel zu vorgegebenen Themen aus. Die verschiedensten Menschen kommen da zusammen. Und das macht das Ganze ja auch so interessant, dass man einfach auch mal vielleicht anders über die Dinge nachdenkt, über die man sonst so nachdenkt. Man ist ja so in seinen eigenen Welten und Gedanken sonst so gefangen. In dem Zusammenhang habe ich das sehr gemocht, mich neu anregen zu lassen. Man konnte seine Dinge selber so mitteilen, seine Blickwinkel, aber auch halt andere hören und dort so im Kontext miteinander treten, in den Kontext. Und das war halt einfach sehr, sehr angenehm. Mhm. Also Café Eden e.V., ein eingetragener Verein mit aktiven und passiven Mitgliedern. Genau. Lohnt sich auf jeden Fall mal Kontakt aufzunehmen. Ja. Ich weiß gerade jetzt nicht aktuell, was sie für ein Programm haben, aber wenn man am Kortländer mal vorbeischaut. Die haben verschiedene Sachen. Also den Buchclub, da war ich dann auch so ein bisschen beteiligt oder so halt, was so anfiel. Aber hauptsächlich waren das eher so die Bereiche. Mhm. Aber die machen auch ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Also es lohnt sich in jedem Fall, sich das mal anzuschauen. Vielleicht ist da für den einen oder anderen was dabei. Ja.
Ja, super. Und das ist ein schöner Ort in Bochum am Kortländer. Und du bist ja auch ein sehr aktiver Google Local Guide und zwar schon auf dem Level 6 mittlerweile. Sag uns doch bitte, wo findet man sonst noch interessante Orte in Bochum? Oder welche Orte findest du interessant? Wo findest du Inspiration? Oder was ist das Besondere daran, hier in Bochum zu leben? Also ich finde, das Besondere hier in Bochum ist, man hat hier irgendwie so viele Möglichkeiten. Es ist alles auf einmal. Ich kann, wenn ich möchte, einfach in den Westpark und Ruhe, Natur genießen. Dann kann ich aber auch, wenn ich möchte, einfach genauso schnell in die Stadt. Egal, ob ich jetzt Action möchte, ob ich was essen möchte oder Ruhe, Kreativität. Der Stadtpark ist auch ganz nah. Ich wohne direkt so irgendwie so dazwischen. Für mich ist das alles fußläufig sehr gut erreichbar. Und man kann jederzeit, aber auch in die nächste große Stadt, also man kann kulturell oder auch, wenn man jetzt wirklich gerne ausgeht, sehr viele schöne Dinge dort einfach mal ausprobieren. Das ist alles Geschmackssache. Mhm. Aber ich bin jetzt zum Beispiel, klar, so Brückstraße und Kortländer und so ist schon natürlich schön. Aber ich bin halt auch einfach gerne mal was, ich esse unheimlich gerne mal irgendwo was. Was hast du denn Lieblingsrestaurants, vielleicht ein oder zwei Restaurants? Also das ist mal so phasenweise. Also ich habe eigentlich schon immer was, das war Piano. Da kann man halt einfach auch spontan, da bin ich schon, ich weiß nicht wie oft gewesen, schon immer hingegangen. Ich hatte nur eine Zeit lang jetzt so eine Phase, wo ich mehr so mich wirklich zurückgezogen habe und gar nicht mehr so groß raus war. Aber da bin ich wieder zurück sozusagen. Und ansonsten, ich liebe, also es ist halt ja auch so, wenn man jetzt ausgehen möchte, dann ist es für mich ja immer Rap und Hip-Hop gewesen schon auch. Und da ist es dann in meinen Augen Trompete und Rotunde, wo man auch wirklich sehr viele kreative, unterschiedliche Arten der Musik findet, sodass für jeden was dabei ist, ne? Ob das jetzt Superior Session ist oder ob das jetzt beispielsweise Goldene Zeiten ist, was so meine Favoriten sind. Ansonsten bin ich da gar nicht so aktiv, ehrlich gesagt. Ich bin dann halt auch schon mal so, auch vielleicht auch mal Dortmund oder Essen. Also ich bin jetzt nicht nur hierfür festgelegt. Man kommt von hier aus halt überall super hin. Ne? Mhm. Ob mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit dem Auto, mit der Bahn. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Also du genießt die Natur, den Strukturwandel, du genießt die kurzen Wege, ja. Du gehst gerne essen und hast im Victoria-Quartier, im Kreativquartier eben tolle Locations, wo du abends auch nochmal Musik hören kannst, fühlst dich einfach wohl in Bochum und lebst gerne hier. Ja. Bleibst du auch hier? Oder? Ja, man weiß ja nie, wo einen das mal so hinschlägt, aber generell momentan lebe ich hier und ich lebe auch gerne hier. Mhm. Ich finde es total toll. Ich liebe den Westpark, da ist auch mein Video gedreht worden und den Stadtpark ja auch. Und ich habe dann immer so favoritenmäßig mal mehr den einen, mal den anderen mehr so für mich im Visier. Ich gehe auch gerne joggen und ich mache Sport, Meditation und all diese ganzen Dinge. Reiki, von daher ist es immer, ich finde, so wie man sich gerade fühlt, danach lässt man sich so ein bisschen noch leiten. Ne? Ja. Neben der Musik arbeitest du im öffentlichen Dienst als EDV-Fachkraft und hast dich persönlich weitergebildet zum Mindcoach. Du praktizierst Reiki. Wie verbindest du denn die verschiedenen Elemente und inwieweit beeinflusst das deine musikalische Weiterentwicklung? Ja, also generell berufsmäßig, ich liebe halt Technik, ist das halt so der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, wie das dann zusammenpasst. Im Mindcoach-Bereich und Reiki-Bereich ist es im Grunde ja auch so. Das sind alles Dinge, die ich erlebe. Ich habe den Dingen nur mal einen Namen gegeben, das offiziell auch mal wirklich dann gelernt, um das belegen zu können, dass ich es kann und schon immer mache. Das hat mein Leben immer sehr bereichert. Und im Grunde geht es ja darum, auch positive Energie zu erzeugen und die weiterzutragen, den Menschen Dinge an die Hand zu geben, das zu lernen. Das kann jeder, also wir, diese Dinge umsetzen kann, positiv. Man kann als Mindcoach ja sehr viele Dinge machen, ne? Sehr viele Menschen, vielen Menschen helfen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Aber das sind alles auch Dinge, die man in der Musik sehr gut gebrauchen kann. Ne? Also das ist eher so übergreifend. Ne? Also du schaffst es, das technische Know-how und die positiven Vibes zu kanalisieren dann durch die Musik. Frequenzen sind auch sehr wichtig, damit probiere ich auch sehr gerne rum. Ich habe schon mal eine schwere Krankheit überwunden, in dem Zusammenhang auch durch diese Ganzheitlichkeit. Ne? Mhm. Und in dem Zusammenhang kann ich auch nur sagen, es ist bei jedem sehr individuell. Man muss einen Sinn dafür haben und Interesse dafür besitzen und kann dann bewusst mit sich Dinge
tun und verändern und das nach außen tragen. Ich habe letztes Mal einen sehr interessanten Bericht über diese Frequenzen. Das ist auch ein neues Phänomen auf TikTok teilweise. Es gibt verschiedene Töne, graues Rauschen, braunes Rauschen, lilanes Rauschen. Und es gibt Frequenztöne, die bei Tinnitus helfen, die bei Entspannung helfen, beim Einschlafen, wenn man Schlafschwierigkeiten hat. Ja. Das sind diese Frequenzen, mit denen du auch rumexperimentierst. Ja, genau. Ich bin mein Versuchskaninchen sozusagen. Und ich optimiere ständig an mir rum. Aber jetzt im positiven Sinn gedacht, nicht jetzt. Was ist denn deine Lieblingsfrequenz? Ja, so ein Liebe, hoher Piepton. Also es geht um positive, ne? Also Liebe, Segen, Dankbarkeit, ne? Das sind schon hohe Töne, das sind schon die hohen Frequenzen im Grunde, aber auf eine angenehme Art. Da gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Mhm. Man kann das ja auch unterschiedlich verbinden. Und das empfindet, glaube ich, auch jeder anders. Das ist sehr individuell, wie man Töne wahrnimmt. Manche Töne nimmt ja auch gar nicht jeder wahr. Und umgekehrt. Ne? Ja. Also es macht halt einfach was mit einem. Claudia, wie wichtig ist dir die Präsenz in den sozialen Medien? Welche Kanäle nutzt du und welche Zielgruppe versuchst du dort zu erreichen? Also ich muss ehrlich sagen, die Präsenz in den sozialen Medien ist auch eher so, dass ich einfach versuche, mich dort sichtbar zu machen, in dem Sinne, ne, auf verschiedene Arten. Wie ich das dann so probiere mit meinem Mindset, mit meiner Musik als Kombination in diesem Sinne und versuche das einfach positiv irgendwie zu nutzen, den Menschen auch mal einen Tipp zu geben oder auch positive Gedanken einfach zu schenken, eine Zeit lang mal so einfach nur mit guten Morning, ne? Ja. Also irgendwie so einen positiven Anstoß, dass man sich an kleinen Dingen auch erfreuen kann und die lösen auch was aus und damit geht es dann auch schon los irgendwie, ne? Als Gedanke, der vielen ja in manchen Situationen auch gar nicht bewusst ist, wenn man gerade in irgendwas drinsteckt. Ne? Was funktioniert da am besten? Wo erreichst du die Leute auf Instagram, Facebook oder wo bist du unterwegs? Ja, das ist schon eher so. Instagram in dem Sinne, ja, es ist sehr unterschiedlich. Ich bin manchmal sehr überrascht, aber ich glaube tatsächlich einfach nur mit den Dingen, die man wirklich in dem Augenblick gerade tut und fühlt. Mhm. Für mich persönlich. Ich glaube, genau das sind die Dinge, die es wirklich tatsächlich auch ausmachen. Das beruhigt mich ein Stück weit, weil ich dann denke, es ist doch noch nicht alles. Es ist gut, dass das die Dinge sind, die interessant wirken und nicht irgendwas anderes. Ich mache ja auch eigentlich gar nichts anderes, von daher. Was hast du denn für ein Gefühl oder wie gefällt dir unser Projekt Music Made in Bochum? Was denkst du? Schaffen es die kuratierten Playlisten, einen guten Überblick zu vermitteln, was hier in Bochum musikalisch passiert? Und was hast du so für ein Gefühl bei unserem Projekt? Also ich finde euer Projekt echt mega. Ich finde es sehr schön, dass ihr so selbstlos einfach diesen Raum und diese Plattform einfach bietet, einfach Künstler hier aus der Umgebung damit auch zu fördern, damit sie irgendwo auch gesehen und gehört werden können. Das ist ganz wichtig. Das ist ja das, was ich auch mit meiner Revierloyalität im Grunde bewirken möchte. Oder wenn man sich gegenseitig supportet, einfach Künstler unter sich. Ne? Das ist ja eigentlich viel zu schade, dass das gar nicht oft von vielen viel zu wenig gemacht wird. Das sollte viel mehr stattfinden. Und ich finde das mega schön, wie ihr das macht. Das genau so sollte es sein. Und hast du in die Playlisten reingehört? Und ja, klar. Die Hip-Hop-Made in Bochum-Playliste auch. Ja, ich habe auch bei der Recherche in den letzten 2 Jahren, ich habe Leute entdeckt und nette Menschen, die hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Genau. Und dann lernt man die erstmal über die Musik kennen und hat so den ersten Eindruck. Manchmal trügt der Eindruck. Ich hatte zum Beispiel, da ist so ein krasser Gangster-Rapper bei. Der macht echt so harten Gangster-Rap, aber wenn du dann mit ihm in die Sprachnachrichten gehst und mit ihm kommunizierst, ist total dankbar und total hilfsbereit auch. Und das darf man auch nicht verwechseln. Ja. Das eine ist die Musik und das andere ist ein Mensch. Mhm. So, das ist ja der Punkt auch bei Hip-Hop so und generell bei Kunst. Ne? Manche sind tatsächlich genauso und manche haben halt aber auch halt so, wie ich das sage, so eine Vision, die dann leben. Ne? Das ist sehr unterschiedlich. Künstler sind, jeder ist anders. Und diese Vielfältigkeit macht es ja auch gerade interessant und rund, dass wir nicht alle gleich sind. Und nur weil jemand, und oft ist das ja gerade das Typische bei Hip-Hop, da ist ja nicht das Wort das Wort. Da wird ja ein Bild transportiert und durch ein Schlagwort, das jeder sofort versteht, also wird dieses Bild transportiert. Das heißt ja nicht, dass der so durch die Gegend läuft. Ich hoffe, vielen Dank für die positive Rückmeldung und ich hoffe auch, wir schaffen das, diese Vielfältigkeit abzubilden durch unsere Projektarbeit, durch die Interviews, durch die Playlisten oder auch die Sharepics. Ja,
Wir kommen langsam zum Ende des Interviews. Mich würde noch interessieren, was sind so aktuell deine Ziele für die nahe Zukunft? Wie geht es weiter oder besser gesagt, wo soll deine musikalische Reise noch hingehen in der nächsten Zeit? Ja, also ich würde mich natürlich mega darüber freuen, wenn das Ganze auch so, wie ich mir das wünsche, wachsen könnte, dass man sich gegenseitig einfach mehr unterstützt. Da gibt es auch eine Studie zu, dass wenn man dem anderen hilft, dass man selber auch weiterkommt. So. Also es gibt halt eigentlich ganz viele Belege dafür, dass es der richtige Weg ist und effektiver zudem noch. Ich würde mir wünschen, auf dem Weg halt mehr Menschen auch helfen zu können, dass man sich gegenseitig unterstützen kann und vielleicht auch dann wirklich mehr davon leben kann und nicht noch dann Zeit haben muss, irgendwie, die man sich ständig abzwacken muss, damit man überhaupt so seine Leidenschaften leben kann. Es wäre sehr schön, wenn man praktisch damit sich selbst und die Welt erfüllen könnte. Mhm. Das auch einfach sich immer mehr entwickeln würde. Das würde ich mir wünschen, ja, generell. Ja, Claudia, wir werden das begleiten. Wir werden das mal beobachten, wie das weitergeht mit dir, mit den nächsten Songs, vielleicht mit einem Album, vielleicht auch mal live auf der Bühne, auf der Superior Session, bei einer Freestyle Session sehen wir uns vielleicht wieder. Ich bedanke mich herzlich für das Interview heute und für deine ehrliche, offene Art, wie wir zusammen gesprochen haben. Es war mir eine große Freude. Und checkt die Musik von Projekt C auf allen gängigen Streaming- und Download-Portalen. Checkt unser Social-Media-Kunstwerk auf Instagram, Facebook. Ich nenne es mal einfach ein Kunstwerk, ein Gesamtkunstwerk. Verschafft euch einen Überblick, was so alles Tolles in Bochum und drumherum passiert. Na, ihr habt die Möglichkeiten, hört die Playlisten. Ihr glaubt es nicht, aber jeder Klick zählt. Ihr helft dabei nicht mir, sondern mir auch, aber ihr helft dabei allen. Es ist eine Win-Win-Situation. Music made in Bochum. Claudia, wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Bleib kreativ und gesund. Haut da rein. Ciao. Thank you very much.